So, heute soll es um die Situation gehen, dass ihr das erste Modell gefunden habt und jetzt das erste Shooting machen wollt. Ne? Eine normale, sag mal, Konsequenz daraus. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was ist dabei wichtig? Was kann ich an, sag mal, Tipps weitergeben? Und die Tipps, die ihr jetzt so erwartet, sind eigentlich schon eine Stufe weiter. Weil eins sehr wichtig ist, was ich festgestellt habe, mit den Gesprächen mit den Modellen und auch bei Beobachtungen dergleichen, das ist das Thema Vertrauen. Hört sich jetzt erstmal verrückt an oder nicht interessant an, aber es ist sehr wichtig, weil ich sagen würde, wenn das nicht da ist, dann werdet ihr auch keine Shootings haben. Ganz einfach. Und das sind zweigeteilt. Das ist einmal A, das Vertrauen in die Person des Fotografen und B, das Vertrauen in die, naja, sagen wir, so weit wie eben möglich vorhandene Kompetenz des Fotografen. Selbstverständlich, dass ihr eine fremde Person seid und dass sie deswegen erstmal Bedenken hat. Ironisch gesagt, es handelt sich ja nicht gerade um schlecht aussehende weibliche Personen. Ne? Und die haben auch ihre Erfahrungen gemacht, im Positiven wie Negativen. Und deswegen wird sehr oft, oder eigentlich, ja, man kann sagen, eigentlich fast immer, die Frage kommen: Kann ich eine Begleitperson mitbringen? Und da ist der wirklich entscheidende Punkt, wie er damit umgeht und wie er reagiert. Ich habe immer grundsätzlich gesagt, ja, sagen wir jetzt zum Beispiel im Studio, ja, kein Problem von mir, das kannst du einen Fußballverein mitbringen, wird nur ein bisschen eng. Ich habe da so ein bisschen amüsant entsprechend rübergebracht, um klarzustellen, dass es mich überhaupt nicht interessiert und hat auch nicht. Klar, wenn du hunderte von Shootings gemacht hast, dann kann dich keiner nervös machen. Es kann Ablenkung geben, da habe ich auch schon Beispiele gehabt, das ist ganz klar, wo die Begleitperson ja Einfluss aufs Modell hatte und entsprechendes passiert ist, aber das kann man dann sehr schnell unterbinden, das ist überhaupt kein Problem. Man muss dann eben ein bisschen klar und deutlich sein. Das solltet ihr niemals ablehnen. Warum? Ja, das Modell hat ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Und wenn ihr das so pauschal ablehnt, ich kenne Leute, die sagen, nein, ich will das nicht, das gibt schlechte Bilder. Und das sind dann nicht mal Anfänger, was mich am meisten erstaunt, sondern sind schon eigentlich gestandene Fotografen. Da frage ich mich wirklich, wie optimistisch seid ihr eigentlich? Weil das Ergebnis, was ihr damit erzielt, ist normalerweise ja, dass ihr überhaupt kein menschlich, jetzt gar kein Verständnis dafür habt, was ihr für ein Sicherheitsbedürfnis habt. Also nähern sich diese pauschalen Ablehnen mit welchen Argumenten auch immer. Ich würde mal sagen, 80% aller Fälle werdet ihr das Shooting nicht machen. Das ist sozusagen das, was ich so vom Feld mitbekomme. Es gibt Modelle, ja, die sind in der Hinsicht, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, naiv. Keine Ahnung. Ich habe auch schon ein Modell gehabt, was morgens, was war es, so 8 Uhr, kurz nach Sonnenaufgang, sich mit mir in der Warner Heide getroffen hat. Und da staune ich nur. Das halte ich für absoluten Wahnwitz. Alleine verstanden, versteht sich. Also ohne Begleitperson. Die hat gar nicht gefragt. Also, wenn jemand fragt, überlegt euch, dass wichtig ist, ein Vertrauen zum Modell zu entwickeln. Punkt 2 ist das Vertrauen in eure Kompetenz. Klar, ihr seid jetzt Anfänger in der People-Fotografie. Ich hoffe jetzt nicht Anfänger an sich, dass ihr noch nicht mal wisst, was Blende, Verschlusszeiten bedeutet. Da gehe ich auch nicht drauf ein. Ich gehe mal davon aus, dass ihr zumindest die Grundlagen der Fotografie beherrscht. Ansonsten solltet ihr vielleicht nicht gerade als erstes in die People-Fotografie gehen. Man kann es aber auch sehr einfach halten. Ich höre immer wieder, dass gewisse Kameras abgewertet werden, weil die Menüführung so schwer wäre oder so schlecht wäre. Wo ich dann auch immer da sitze und immer mal diesen hier mache. Was soll das? Ich sage euch auch warum. Moderne Kameras, früher analog war es natürlich ganz anders, aber moderne Kameras haben Speicher. Die haben mindestens zwei Speicher. Ich sage mal, wenn man den, ja, die Basiskonfiguration, nämlich nach dem Einschalten noch mitrechnet, die auf M oder so liegt, dann hat man sogar drei. Weil das wird auch gespeichert, logischerweise. So, und diese Sachen kann man verwenden. Das heißt,
Man stellt für gewisse Szenarien, bei mir ist zum Beispiel Studio, Outdoor und Nacht, entsprechend die Speicher so ein. So, was ist denn dann? Also das ist einmal Arbeit, natürlich eine Menge nachdenken, was brauche ich, wie brauche ich das und natürlich auch ein bisschen testen, logischerweise, aber bitte nicht vor Modell, sondern separat. Und nachdem man das alles klar gezogen hat und weiß, wie es richtig ist, stellt man es einmal ein und speichert es. Punkt. Also Menüführung, scheißegal. Ich bin da mal ganz hart. Da ärgere ich mich vielleicht einmal drüber, aber kein zweites Mal. Ist also erledigt. So, und was passiert dann? Ich kann euch sagen, was bei mir passiert. Ich gehe raus, ich nehme die Kamera raus, schalte sie ein, schalte den passenden Speicher ein und fertig. Alles andere sind Detaileinstellungen. Ihr denkt jetzt so wahrscheinlich auch so an Thema Belichtungszeit und Blende und so weiter. Ja gut, da haben heutige Kameras entsprechend so ein paar Rädelschrauben, wo auch immer angebracht, wo ihr ohne großartig ja, aufs Display zu gucken, da komme ich jetzt gleich drauf, das Ganze jederzeit ändern könnt. Ihr könnt euch dabei sogar noch mit dem Modell unterhalten. Das würde ich auch empfehlen. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, den Kontakt zur Person, zum Modell zu verlieren. Das heißt, die Technik darf euch in keinster Weise sozusagen vom Modell ablenken, weil das hinterlässt einen blöden Eindruck. Weil sie ist ja kein Fotograf oder wenn auch, dann kann sie nicht verstehen, warum du an deinem Apparat rumbastelst. Das ist zum Beispiel das Schlimmste, was man machen kann, wird im Englischen Chimping genannt. Ne? Man bin Chimp, ne? Affe. Man benimmt sich wie ein Affe. Das heißt, dieses ewige Gucken und reinzoomen und nachschauen, ob alles in Ordnung ist, das ist vollkommen unnötig. Früher mit den normalen DSLRs war es ein bisschen anders. Das hatte ich noch ein bisschen Verständnis dafür, weil man eben das, was man im Besucher gesehen hat, nicht auf der Platte, würde ich schon sagen, also auf der SD-Karte hatte. Aber heute hat sich das vollkommen geändert. Mit modernen Mirrorless-Kameras gibt es das sogenannte Vis-a-vis-System, was man schon vom Office-Produkten kennt. What you see is what you get. Das heißt, ich brauche da nicht nachgucken. Ich mache das Foto und weiß, wie es geworden ist. Die Abweichungen, die dann die ich feststelle in der Nachbearbeitung, sind marginal und sind korrigierbar. Also zum Beispiel Belichtung und dergleichen. Komposition 100%. Entweder ihr habt es richtig gemacht oder nicht, und da braucht ihr auch nicht zu chimpen. So einfach ist das Ganze. Und das gilt auch für so eine normale Sucherkamera und dergleichen. Also da nachzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist übertrieben. Schärfe, die Angst, die viele vor der Schärfe haben in der Form, ja, wie soll ich es ausdrücken, ist natürlich auch wieder die Frage, was ihr da für eine Kamera habt. Gute Kameras kann man sich auf den Autofokus durchaus verlassen. Ich habe jetzt hier einen Eye-Autofokus, was zum Beispiel ins Problem bringt, dass alles andere im Umfeld bei einem 50 mm 1,4, was ich gerade benutze, verschwimmt, also unscharf wird. Also manchmal ist das auch hinderlich, aber auch wiederum nicht, wie ihr seht. Also da müsst ihr euch schon wirklich ein bisschen mit der Kamera auseinandersetzen und mal überlegen, wie ihr die entsprechend auch im Vorfeld einstellt, dass das so gut wie möglich funktioniert. Mit solchen Sachen könnt ihr euch das Vertrauen eben des Modells ja, könnt ihr verlieren in der Form. Weil umso mehr ihr euch mit der Kamera beschäftigt, umso weniger ihr euch mit der Kamera beschäftigt, umso ja, irritierter ist das Modell und vielleicht ärgerlicher wird sie auch. Klar, Profimodelle, die zucken innerlich sozusagen nur mit den Schultern und denken, mein Gott, was ist denn das für ein Knabe? Und arbeiten weiter, ist ihr Job. Die sehen das natürlich anders als ein Hobbymodell, was vielleicht auch schon gerade mal zwei Shootings hatte, wenn überhaupt. Also das ist ganz unterschiedlich in der Form. Aber ein Tipp, den ich nur geben kann, ist, versucht es so zu handhaben, dass man euch nicht anmerkt, dass ihr nervös seid. Ist auch nicht notwendig. Warum sollte ich nervös sein, wenn ich alle Parameter schon gesetzt habe? Ganz ehrlich gesagt. Und versucht eben mit dem Modell in Kontakt zu bleiben, Augenkontakt so weit wie eben möglich, unterhaltet euch mit ihr, gibt ihr auch Tipps und Anweisungen, aber das ist ein Punkt, den mache ich in einem separaten Video noch, wie man das am besten entsprechend machen kann. Für heute soll es eben mit dem Thema, ja, Vertrauen zwischen Modell und Fotograf erstmal gewesen sein.